Heute probiere ich aus der Cellar Series von Pyjada den Kamin. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Heute gibt es wieder etwas von Pyjada, und zwar aus der Cellar Series, den Kamin. So heißt es hier drauf. Ist zwar eine Brauerei aus Estland, aber hier steht es drauf, auf Deutsch Kamin, so heißt das Ding. Ist ein Barrel-Aged Imperial Porter. Und zwar sind die Fässer hier drin, ein Cognac, Sherry und Islay Whisky Fass. Und dann sind sie wohl zusammengefügt worden, schätze ich mal. Das ist extrem klein hier drauf geschrieben. Das Bier hat 11,0% Alkohol. Ja, ist halt ein Imperial Porter, im Fass gelagert, und boah, ich versuche mal was zu lesen darauf. Es ist sehr, sehr klein. Also, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafer und Roggenmalz. Steht auf Deutsch drauf, Hopfenhefe, Importeur, bla bla. Pyjada. Ja, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann ich auch nicht lesen. Ja, ich finde das Design wunderschön. Also mit dem Wachs auf dem Kronkorken. Und die Farben sind cool. Gefällt mir. Ein bisschen halt wie so ein Feuer hier drauf. Und ich nehme an, dass es in der Richtung auch schmecken wird. Ich denke, ich werde sofort mit einem Messerchen den Wachs oben wegschneiden, weil damit habe ich jetzt immer Probleme. Das ist eigentlich viel zu schade, ne? Ne, egal, wir wollen das Bier. Fertig. Keine falschen Sentimentalitäten. Ha! So schön das ist. Mit so einem Wachs, aber es ist dann doch manchmal etwas nervig aufzumachen. Pyjada Cellar Series, den Kamin. Wie zu erwarten war, ein Porter. Sehr dunkel, schwarz oder ganz, ganz tief dunkelbraun. Mit einem schönen, ja, braunen Schaum, kann man schon sagen. Ist schon nicht mehr beige, ist schon braun. Tja, was war es jetzt alles? Cognac, Sherry und Islay Whisky. Welcher Islay Whisky wäre interessant? Islay Whisky sind ja meistens rauchig. Meistens sehr rauchig. Das habe ich jetzt aber nicht. Beim Whisky macht man es schon mal so, dass man von dem Whisky was nimmt, auf die Haut schmiert und dann verfliegen die flüchtigen Aroma oder Duftstoffe und Rauch bleibt übrig. Habe ich jetzt hier aber nicht. Weiß auch nicht, ob das beim Bier so funktionieren würde. Das ist zwar neulich einmal probiert, hat das Gefühl, es hat was gebracht, man hat dann Rauch riechen können, aber ganz hier war ich nicht. Jetzt putze ich nochmal Nase. So. Schön schwer. Kaffee. Von den Fässern spüre ich in der Nase leider nichts. Also ich spüre jetzt keinen Cognac, kein Sherry, kein Whisky, schon gar kein Islay Whisky. Was wird es sein? Islay Whisky. Naja, wenn man sich für einen Islay Whisky zum Nachreifen entschließt, dann wird es einer von den rauchigen sein. Kann es ein Lagavulin sein, kann ein Lafroig sein, kann ein Kalida sein. Artback, schwer zu kriegen wahrscheinlich, aber es ist so einiges möglich da. Keine Ahnung. Die Whisky-Experten werden sich eher was zu denken können. Beim Bier, denke ich mal, geht es wahrscheinlich nicht jetzt um diese genauesten Noten, dass jetzt genau Lafroig drin sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass die sehr froh sind, dass wir überhaupt was bekommen an schönen Fässern für einen guten Preis. Und dann zufrieden sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt einen großen Unterschied spüren würde zwischen einem Lagavulin, einem Kalida oder einem Lafroig, was ich weiß.
wo das Bier drin gelegen hat. Ich glaube nicht. Dafür ist Bier vom Geschmack her selbst schon zu stark, um dann noch die Nuancen von irgendeinem Whisky rauszuschmecken. Ich glaube nicht. Ich hatte schon mal ein Bier, wo drauf stand, es ist in einem Erfolgfass gereift oder sowas. Aber da einen Erfolg rauszuriechen, no chance. Das riecht jetzt wie ein normales Porter, finde ich. Dass es barrel aged, also fast gereift ist, würde ich jetzt auch nicht rausriechen. Vielleicht kann man es rausschmecken. Prost. Geil. Also, erstmal das Mundgefühl, total schön ölig vom Mundgefühl her. Dann würde ich sagen, hat man so weinartige Noten. Also sprich, ich glaube, dass das, was ja, der Sherry-Fass-Anteil am ehesten durchkommt. Nicht so weinartige ja, Noten im Geschmack. Whisky habe ich keinen. Cognac. Ich habe zu wenig Wein in meinem Leben probiert. Von daher finde ich den jetzt so auch nicht. Dann eher wirklich eben Sherry. Süß. An den Seiten ist ein bisschen schöne Säure oder Bitternis eher. Wirklich diese weinartigen Noten. Ich mag sehr ganz sherry gereifte Whiskys. Da hat man diese Noten auch schon so ein bisschen. Das hat man schon. Und dann kommt der Kaffee dazu, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Röstnoten. Aber geil. Also so Biere sind gerade so ein bisschen was, was ich denke, das ist so ein Bier, was man sich einen Abend mal hinsetzt. Wenn man Kamin hätte von Kamin. Ich habe keinen. Oder von eine gute CD, ein Buch oder sowas. Und dann einfach in Ruhe so ein Bier genießen. Den ganzen Abend. Das ist natürlich was wärmer. Das ist jetzt schon ja, so 12 Grad wird es haben, schätze ich mal. Das vollkommen richtig ist, so ein Bier zu genießen. Das darf nicht kalt aus dem Kühlschrank kommen. Es war eben ziemlich beschlagen, ziemlich feucht von außen, weil es eben aus dem Kühlschrank kam. Ich habe es einige Stunden stehen lassen und verköstige es jetzt erst. Also Biere sind mittlerweile für mich so mit das Geilste an Getränken, was man so kriegen kann. Also ich mag sowas total gerne. Man kann es nicht jeden Tag haben, sowas. Erstens sind die teuer, die Biere. Und außerdem auch einfach sehr schwer. So. Aber so abends mal und dann mal sagt, okay, jetzt nehme ich mir Zeit dafür. Kids im Bett, Frau beschäftigt und dann so ein Bier und gute CD. Ja, geil. Das mache ich gleich auch, wenn ich das Ding austrinke. Kommt gute Musik an und dann setze ich mich gemütlich hier hin. Ja. Was kennt ihr für Biere von Pöjala? Kennt ihr überhaupt Pöjala schon? Was für solche Biere, Barrel-Aged Porters, was ich was kennt ihr, was wir uns mal probiert haben. Schreibt mir Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo, dann sehen wir uns bald wieder und Musik. Muss ich mal gucken, was ich jetzt aus meinen CDs auswähle. Irgendwas werde ich schon finden. Macht's gut, bis bald und Prost. Geiles Zeugs.